Ihre Geschichte klingt wie ein Weihnachtsmärchen, passt also wunderbar in diese Zeit. Meine beiden Gäste heute haben die große Liebe gefunden. Er hat ihr Stammzellen gespendet, damit das Leben gerettet. Sie haben sich verliebt und geheiratet. Selina und Hans-Uwe Läufer, die können auch nach 8 Jahren ihr Glück kaum fassen. 2018 hat der Zollbeamte aus Eimeldingen im Landkreis Lörrach seiner Selina das Ja-Wort gegeben. Ja, eine ganz ungewöhnliche Kennenlerngeschichte. 2008 erkrankt Selina an Blutkrebs und nur durch eine Stammzellenspende von Hans-Uwe kann sie gerettet werden. Ein absolutes Glück, denn ihre Stammzellen passen zu fast 99% zueinander. Dabei kennen sich die beiden nicht. Hans-Uwe wurde als Spender über die DKMS-Datenbank ermittelt. 2 Jahre nach der Transplantation beginnen sich die beiden zu schreiben und verlieben sich. Und hier sind sie jetzt, Selina und Hans-Uwe. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, dass wir da sind. Ja, was für eine verrückte Geschichte, oder? Selina, vor allem für Sie, das ist ja quasi ein Doppel-Happy End. Ja, so kann man sagen, tatsächlich, oder? Ja. Einmal Leben gerettet und dann noch das Leben gerettet. Genau, so kann man es wirklich sagen, ja. Und der Ehemann gleich mitgeliefert. Ja, genau, sehr praktisch. Angefangen hat ja alles mit einer Nachricht über Facebook, oder? Ich glaube, Sie, Hans-Uwe, haben es. Ja, ich habe sie angeschrieben. Haben Sie angeschrieben? Aber erst nach einer Zeit. Man darf ja, 2 Jahre weiß man ja gar nicht, wer es ist. Ne? Und dann man ist erst gesperrt, dann habe ich Post bekommen von der DKMS. Und da war ihr Name drin. Mhm. Und dann habe ich mein Facebook geguckt. Und da waren 6, 7 Frauen mit dem Namen. Mhm. Und dann habe ich das gewusst, das ist sie. Echt? Ja, Bauchgefühl. Also Sie haben gar nicht allen 6 Selinas geschrieben? Sondern nein, und eine August, das ist sie. Fertig. Okay. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Und es war die richtige, oder? In dem Fall war es Jackpot, ja. Und dann ja gut, das wussten Sie ja da noch nicht. Ich damals noch nicht, nein. Also Sie haben diese Nachricht gesehen und was gedacht? Das kann nicht sein. Also ich habe zuerst gedacht, das ist irgendeiner vom Krankenhaus, wo ich halt dort kennengelernt habe. Man lernt ja viele mit Leidensgenossen dort kennen. Ja. Und bin davon ausgegangen, das ist irgendeiner von dort. Habe gar nichts irgendwie in Verbindung damit gezogen, dass er irgendwie mein Spender sein könnte. Gar nicht. Und dann aber irgendwie war ja mal klar, Sie haben dann zurückgeschrieben und dann wurde klar, wer er ist, oder? Genau. Ich und plötzlich war es schon ein bisschen anders, oder? Dann genau. Dann habe ich erstmal den Computer runtergefahren und habe gesagt, so, stopp, das ist mir zu viel, alles abgemacht und mich erstmal wieder gesammelt und gefasst. Also waren die Emotionen so groß? Ja, weil ich absolut nicht mehr damit gerechnet habe. Wir haben ja, ich habe keine Antwort von ihm gekriegt gehabt und für mich war das dann ein Zeichen, ja, der will keinen Kontakt. Also habe dann auch nicht mehr damit gerechnet. Und er wollte aber, der Hans-Uwe. Ja. Man hätte können, ich habe von ihr und ihrer Familie mal ein Dankeschreiben bekommen zu Weihnachten. Und da sind die Namen drin geschwärzt, weil es über DKMS läuft. Aber ich habe gesagt, nee, im Augenblick nein. Mhm. Später mal ja, aber im Augenblick nein. Aber es kam ja dann doch alles ganz anders. Dann haben sie also geschrieben und dann sich dann getroffen bei einem Boss-Hoss-Konzert, glaube ich. In Stuttgart. In Stuttgart. 2012 früher. Ja. Genau. Wann war das? 2012? 2012. Frühjahr. Ja. Cool. Und, aber da war ja auch noch nichts mit Liebe und so, sondern es war ja auch erstmal einem Kennenlernen. Genau. Und dann, wann hat es geschnackelt? Ja, man muss sagen, eigentlich, man hat klar für Sympathie gemerkt. Wann genau kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen? Du auch nicht, oder? Es hat angefangen, also Stuttgart war lustig von dem her. Ich bin ja hinterher gefahren, da habe ich schon den ersten Punkt gekriegt bei Rot über die Ampel. Oh nee. Sie wollten dranbleiben, ne? Ja, natürlich, genau. Ja, und ich bin ab und zu im Kloster Beuron und das wollte ich mal kennenlernen. Aha. Und das war interessant, wie uns Leute darauf angesprochen haben. Ihr seid ein tolles Paar und ich denke, nein, kann nicht sein. Aha. Altersunterschied, andere Sachen, wo man vielleicht nicht haben will. Ja. Und mein Sohn aus erster Ehe, der Marco, hat am Boss-Hoss-Konzert schon gesagt, meine Kinder waren dabei und Arbeitskollegen. Papa, die Frau will heiraten. Echt? Und ja, vom Bauchgefühl her. Und ich sag, spinnst du, was soll ich mit einer Frau mit 23 Jahren jünger? Also sie hat ja andere Einstellungen zum Leben wie ich, oder? Ja. Ja, sag niemals nie. Ja, genau, sag niemals nie. Und ist der Altersunterschied ein Problem inzwischen? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, das ist, wenn sie mal Kreuzschmerzen hat oder langsam geht, das liegt immer an der alten Stammzelle. Also von dem her ist das schon in Ordnung. Wir sind jetzt relativ mit viel Humor, muss man auch sagen. Es gehört nicht mehr zum Alltag dazu, das Thema. Von dem her ist Altersunterschied abgehakt. Mhm. Ja, die Stammzellen, Sie haben es gerade angesprochen, die alten Stammzellen von dem alten Mann.
Das 99% Übereinstimmung, das ist, glaube ich, ziemlich selten, oder? Ja, ja. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, sie hat auch mein biologisches Alter. Wie? Sie hat biologisch mein Alter, so, durch die Stammzelle. Durch die Genau, ja. Deswegen auch der Spruch. Sind Sie gleich alt eigentlich, wenn man dann so will? Theoretisch. 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 Selina, mit 18, 19, Diagnose 19. Blutkrebs. Ja. Wie geht es einem da als junges Mädchen, wenn man eigentlich gerade als junge Frau, wenn man starten will ins Leben, so eine Diagnose? Ja, schon ein Schock eigentlich so in dem ersten Moment, weil man gar nicht, erstmal denkt man, nee, nein, kann nicht sein. Ich doch nicht, bin ich nicht. Ja. Wenn man das dann realisiert hat und einfach mal dann geschnallt hat, dass es wirklich mich betrifft und dass ich wirklich Blutkrebs habe und dass es hier wirklich um mein Leben geht, fällt einem schon mal geschwind so der, also man fällt einfach mal geschwind in ein Loch und ist auch wirklich am Rande, wo man sagt, so, was mache ich jetzt? Mhm. Wie geht's weiter? Man kriegt viele Sachen vor den Latz knallt, wo man sich damit auseinandersetzen muss, mit Kinderkriegen, was wegfällt vom Thema her, was die Therapie beinhaltet, wie es einem da geht und so weiter. Das halt auch in die Hose gehen kann. Mhm. Sie haben ja erst ging es Ihnen ja besser und dann kam nochmal ein Rückfall. Ne? Genau. Und dann war klar, Sie brauchen diese Stammzellentherapie, sonst wird das nichts mehr. Genau, ja, das hatten wir klipp. Also da war dann sozusagen der Wendepunkt, wo dann Sie ins Spiel kamen, unbekannterweise. Warum haben Sie sich registrieren lassen eigentlich? Ich habe damals im Dorf gewohnt in Lörrachhagen und Nachbarstochter hat mich gefragt, Uwe, war Aufruf von der DKMS, weil jemand, der Leukämie hatte. Das war so Mitte 90er, also 96 um 97. Da haben Sie sich schon registriert. Da habe ich mich registrieren lassen, ja. Das ist eine tolle Sache. Und viele fragen sich ja, tut es weh, wenn man das spendet? Kommt drauf an, wie gespendet wird. Also bei mir hat man aus dem Blut die Stammzelle geholt. Ja. Und das Einzige, was sie habe, ist, bevor sie die Stammzelle spende dürfen, werde sie untersucht und kriege ein Medikament mit. Und das müsste Spritze zur Stammzellenvermehrung. Und da kann es auftreten, dass Schmerzen entstehen. Ja, ja. Also Knochenschmerzen, Erkältung. So ein bisschen eben sowas, ja. Kommt auf die Person drauf an. Jedenfalls, meine Intention war immer, egal wie meine Schmerzen waren, ich konnte mal einen Tag nicht laufen. Mhm. Ich musste krabbeln, die Treppen hoch, zeitweise. Das ist aber immer nur kurzfristig. Mhm. Und man kriegt auch Schmerzmittel mit, wie Ibuprofen 800. Aber im Kopf war immer, die Person, die das mal kriegt, die hat andere Schmerzen. Ja, ja. Dann kann man das wirklich mit Leichtigkeit tragen. Selina, als Sie erfahren haben, dass es da eben eine super Übereinstimmung gibt, was ging Ihnen da durch den Kopf? Ich dachte, ja, Jackpot. Jackpot. Ja, mein zweites Leben steht vor der Tür. Und das hat auch, ich meine, man kann sich das ja so gar nicht vorstellen, das hat dann auch ziemlich schnell funktioniert, also dass es Ihnen wieder besser ging, oder? Ja, also ich habe relativ kurz in der Isolationsstation verbracht, von dem Zeitraum her, es war, meine ich, nur 6 Wochen, wo man komplett abgeschottet ist. Mhm. Habe relativ wenig Abwehrreaktionen gehabt vom Körperlichen. Klar, so das eine oder andere hat auf jeden Fall dazu beitragen, zum einfach auch noch ein bisschen Probleme machen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich wirklich gut da durchgeschlittert. Also ich habe andere gesehen in der Zeit, wo ich sagen muss, ja, ich habe echt Glück gehabt. Und wie ist es jetzt so? Also ich meine, das ist jetzt Jahre her, aber dennoch, glaube ich, trägt man sowas ja mit sich immer wieder. Denkt man da dran, so im Alltag, immer wieder, wenn man so in die Zukunft schaut? Ja. Und so, wie ist es so für Sie, wenn Sie jetzt so auf Selina gucken? Ich sage immer, sie ist meine seelische Stammzellenspende. Weil ihre Art, ihr Wesen, ihr Herz, egal was man für Bilder anguckt von ihr, von der Krankheit, die hat immer Hoffnung, Liebe drin. Aha. Und das war auch der Ausschlag, warum ich ja gesagt habe. Sagt aber. Zur Hochzeit. Oh, schön, oder? Zweig haben geheiratet. Ja, das war, also. Kann ich echt gut nachvollziehen. Sie sind ja voll der Romantiker, Hans-Uwe. Ich bin Beamter. Ja. Er kann schon. Er kann, gell? Ja, man merkt das schon. Also da die Chemie stimmt, das kann man wohl so sagen. Ja. Ich meine, dann ist es ja umso verrückter gewesen, dass Sie sich beide haben wirklich auch entschieden, dass nachher im Nachklapp sozusagen der Name überhaupt bekannt wird. Weil viele machen das ja gar nicht. Nee. Wir haben auch lang wirklich mit uns rumgekadert, ob wir es machen oder nicht. Aber nach mehrmaliger Anfrage auf andere Quellen her, haben wir dann gesagt, okay, wir haben die Geschichte, wir können Menschen damit begeistern, wir können Menschen dazu zum
Nachdenken anregen und vielleicht der ein oder andere dazu bewegen, sich als Stammzellenspender zu registrieren lassen, wo wieder einem eventuell das Leben retten kann. Uns tut es nicht weh, wenn wir das machen, und jemand anders hilft es. Definitiv. Ja, schön. Also die DKMS freut sich über Menschen, die weiterhin eben das ganze Projekt unterstützen. Was dabei rauskommen kann, hier sitzt es, das beste Beispiel. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Ihnen beiden. Dankeschön. Und alles, alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Dankeschön.